Vergrößern, Verkleinern. Angelique Kerber hat wieder die Top 10 im Blick. Urheberrecht Getty Images. Angelique Kerber und Julia Görges gewinnen bei den French Open ihre Erstrundenpartien. Kerber gewinnt ein deutsches Duell, Görges muss länger kämpfen. Erst gewann Angelique Kerber ihr erstes French Open Match seit 3 Jahren, dann meisterte auch Julia Görges ihre knifflige Auftakthürde. Die Doppelspitze der deutschen Tennisfrauen hat am 3. Turniertag in Roland Garros gemeinsam die 2. Runde erreicht. Während Kerber im deutschen Duell gegen Mona Bartel ihren Aufwärtstrend auf Sand fortsetzte, bezwang Görges die leicht angeschlagene Slowakin Dominika Sajbukova letztlich in 3 Sätzen. Sie folgten ihrer langjährigen Fed Cup-Kollegin Andrea Petkovic in die 2. Runde. Die Darmstädterin trifft nach ihrem Auftaktsieg am Montag auf die US-Amerikanerin Bethany Mattek-Sands. Die ersten Runden sind immer schwer für mich. Nach 2 Jahren ohne Sieg hier in Paris war das ein wichtiger Erfolg, sagte Kerber unmittelbar nach dem Spiel bei Eurosport. Das fühlt sich gut an. Ich bin froh, dass ich hoffentlich noch einige andere Runden hier spielen kann. Görges mit guten Aufschlägen. Görges freute sich über die 17 Ace, die ihr den Weg in die nächste Runde ebneten. Der Aufschlag hat heute den Ausschlag gegeben, sagte sie. Nach nur 60 Minuten hatte sich Kerber gegen Bartel trotz einiger Unkonzentriertheiten am Ende mit 6:2, 6:3 durchgesetzt und bleibt damit in deutschen Duellen seit Februar 2013 ungeschlagen. Görges profitierte beim 6:4, 5:7, 6:0 gegen die unangenehme Sajbukova im 3. Satz wohl auch von einer Verletzung ihrer Gegnerin. Einzig die Hamburgerin Carina Witthöft erlebte am Dienstag eine Enttäuschung und schied gegen die französische Wildcard-Startin Fiona Ferro aus. Kerber bekommt es in der 2. Runde mit Anna Bogdan, Rumänien, zu tun. Görges spielt gegen die Belgierin Alison van Hooydonk.